18:30 Uhr, wir können starten. Ich begrüße alle Anwesenden hier im Saal und alle Zugeschalteten via Zoom. Ich begrüße natürlich unseren Cheftrainer David Wagner und unseren Kapitän Christian Fasnacht. Ich wurde noch von der UEFA darauf hingewiesen, bitte alle Handys auszuschalten, damit wir keine Störmanöver haben. Gut, dann starten wir gleich mit den Fragen von eurer Seite. Wen dürfen wir die erste Frage geben? Jene via Zoom bitte mit Hand erheben. Starten wir mit Etienne Wüme. Ja, ich würde sagen, von den Spielleistungen her in Ordnung. In allen drei Spielen haben die Jungs eine sehr gute Spielleistung abgerufen. Die Resultate waren sicher unterschiedlich und die Spiele an sich waren auch unterschiedlich. United ein Spiel, wo lange in Überzahl war, das musst du erstmal so spielen, wie sie es gespielt haben. Bergamo auswärts in ein Spiel, wo du defensiv sehr gut, sehr konzentriert arbeiten musst, was die Jungs sehr gut gemacht haben. Und dann Villarreal ins Spiel, wo wir nach Nackenschlägen dann wirklich richtig gut zurückgekommen sind. Am Ende hat dieser Wettbewerb gezeigt, und das ist das, was zählt, dass in diesem Wettbewerb die Details entscheidend sind. Machst du von den Details sehr, sehr viel richtig und sehr wenig Fehler, dann kannst du sogar in diesem Wettbewerb erfolgreich sein. Das haben wir einmal geschafft und deswegen gewonnen, und zweimal haben wir es nicht ganz geschafft und deswegen leider keine Punkte gemacht. Und darum wird es auch morgen wieder gehen, in den Details richtig gut zu sein. Christian, die Frage ging auch noch an dich. Ja, ich glaube, die Spiele, die wir gemacht haben, geben uns Mut und auch Zuversicht für das Spiel von morgen. Wie der Trainer schon gesagt hat, wir haben viele Dinge gut umgesetzt. Ja, die kleinen Details, die dann entscheiden. Ich glaube, vor allem das letzte Spiel gegen Villarreal hatten wir ja zu Beginn Mühe, und danach konnten wir unser Potenzial ja aufzeigen, und ich glaube, das gibt uns wirklich Kraft und Mut für das Spiel. Und ja, man sieht halt, die Qualität ist extrem hoch. Wenn man einmal nicht genug wach ist, dann kriegt man das Gegentor, und zugleich muss man einfach kaltschnäuzig sein vor dem gegnerischen Tor, sonst gibt es einfach keine Punkte. Nächste Frage oben links. Ich kann den Namen nicht genau lesen. Entschuldigung. Also um Fitness mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Das ist Champions League, das bewegt jeden Einzelnen dann schon an sich. Spätestens wenn wir morgen dann im Bus hier Richtung Stadion fahren, weil das ein Wettbewerb ist, für den haben die Jungs wahnsinnig viel gearbeitet, schon ab Mitte Juli, und sich verdient, da mitzuspielen, haben jetzt dreimal in der Gruppenphase wirklich gute Leistungen abgeliefert, ohne immer genug Punkte zu holen. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine Geheimnisse. Wir haben gesehen, dass Villarreal offensiv wahnsinnig viel Qualitäten hat. Es fast unmöglich ist, alles wegzuverteidigen. Du musst dich sicher auf Räume konzentrieren, die du ihnen nicht geben willst, und andere Räume akzeptieren das in diesen Spielen. Umgekehrt haben wir aus dem Hinspiel, und das gibt uns natürlich auch extremst viel Vertrauen und Mut, gesehen, dass wir in der Lage sind, auch Waffen zu entwickeln und ihnen weh zu tun. Und das musst du dann natürlich auch nutzen. Das wollen wir dann auch morgen nutzen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt keine Geheimnisse in diesem Spiel. Gut, nächste Frage bitte. Kann auch hier sein, ja. Einen Moment, auf das Mikrofon warten bitte. Daniel Romano von Blue Sport. Die ersten 15 Minuten vor zwei Wochen waren nicht so gut mit diesen zwei Toren. Wird es morgen eben diese 15 ersten Minuten decisiv?
Merci, Albi. Also die Anfangsphase in jedem Spiel ist extremst wichtig, dass wir in dieser Anfangsphase selber gut ins Spiel kommen und vielleicht sogar selber den Lead nehmen können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Man hat in diesem Spiel gesehen, auf welchem Niveau wir uns bewegen. Das ist genau richtig. Kleinigkeiten, Details, wie Fasi es auch schon angesprochen hat, in dem Fall in unserer Defensive, sind entscheidend, immer wach zu sein, voll konzentriert zu sein und alle Details richtig zu machen, um dann umgekehrt deine Details in der Offensive wirklich dann zu Ende zu bringen. Und das ist im Prinzip genau das, was wir in dem ersten Spiel nicht gut gemacht haben. Alles Weitere, wie wir das Spiel gespielt haben, mit wie viel Intensität, mit wie viel Aggressivität, mit wie viel Leidenschaft und auch fußballerischer Klasse wir gegen sie gespielt und verteidigt haben, das war viel, viel besser als ein 1-4. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Details haben wir nicht gut genug gemacht, um Punkte aus diesem Spiel mitzunehmen. Und das gilt es morgen besser zu machen. Beat Signe, bitte. Mit Mikro. Ich hätte auch gerne eine Frage gleich an beide gestellt. Es gab zuletzt bei euch Rückschläge mit den Niederlagen im Cup und in der Meisterschaft. Dazu die Verletzungen, die dazugekommen sind. Wie geht ihr damit um? Ja, ich glaube, dass das Kader ist genug groß, dass jeder, der spielen kann, auch die Leistung genauso bringt wie der Spieler zuvor. Logischerweise sind es immer Rückschläge, die man da erleidet mit Verletzungen. Ich glaube, auch die Resultate zuletzt waren nicht optimal, nicht die besten, aber auch daraus können wir lernen und stärker zurückkommen. Ich glaube, wir haben das auch gut analysiert und wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Ja, und ich bin auch überzeugt, dass wir jetzt in der Zukunft da wieder stärker zurückkommen werden und gleich ein Zeichen setzen wollen. Also Fakt ist ja dann, dass es immer so, ob du gewinnst oder verlierst, insbesondere wenn du dann auch noch einen neuen Wettbewerb spielst. Das, was gewesen ist, ist vorbei. Das wäre auch vorbei, wenn du gewonnen hast. Und das gilt es einfach anzunehmen. Und dann ist es so, natürlich fallen uns jetzt wichtige Spieler in den letzten Wochen weg, was nicht schön ist, insbesondere auch für uns als Gruppe in der Kabine, die Jungs nicht dabei zu haben. Aber in allererster Linie wünschen wir jetzt erstmal den Jungs gute Genesung und eine gute Reha. Es ist dann aber doch so, je schwieriger die Aufgabe, desto herausfordernder die Situation. Und wenn du dann das Ganze meisterst, viel bessere Emotionen gibt es dann gar nicht. Und das ist genau das, um was es geht. Schwierige Situation, super Herausforderung. Sieh zu, dass wir die Emotionen auf den Platz bringen, die es dann geben kann, wenn du da drüber gehst. Und das ist das, was wir als Gruppe wollen. Und da wollen wir morgen auch schon versuchen anzusetzen. Alain Kunz, bitte. Jetzt hören wir dich. Ja, David, hast du? Ja. Wie viele Schraubezeiten gibt es noch bezüglich Ausstattung? Was es solche gibt, wovon hängt die Beantwortung? Nein, wir sind eigentlich relativ weit. Im Endeffekt ist die letzte Entscheidung das Abschlusstraining heute, ob alle gesund bleiben. Aber wir sind, was wir spielen wollen, wie wir es spielen wollen, in unseren Gedanken eigentlich schon sehr weit, um nicht zu sagen beim Abschluss. Moritz Marthaler, bitte. Ich habe im Prinzip gar keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Es geht einfach darum, dass Sandro ein bisschen gebraucht hat, um seine Form zu finden, um vielleicht auch an die Spielidee zu adaptieren. Das Talent war ja absolut unbestritten. Und jetzt hat er seit wie vielen Monaten schon das konstant
umgesetzt und gezeigt und sich als absolute, ja, nicht nur Stammspieler, sondern auch Führungspersönlichkeit gezeigt. Und das ist genau das, was eigentlich immer abzusehen war. Ich war mit Sandro auch in der Phase, wo er nicht so viel gespielt hatte, ganz am Anfang im ehrlichen, offenen Dialog und habe gesagt, oder wir haben gesagt, die Zeit wird auf jeden Fall kommen. Dafür ist die Qualität viel zu hoch, die er mitbringt. Und das hat sich bewahrheitet, aber das sollte eigentlich für keine große Überraschung sein. Zumindest für mich war es das nicht. Weitere Fragen? Moritz Marthaler noch einmal, glaube ich. Schiedsrichterassistent darf ihn auch nicht immer oben halten, die Hand. Ja. Gibt es sonst... Ja, Etienne Wümer. Ja, nochmals eine Frage zur Aufstellung oder zum System. Also ich war mit dem Spiel an sich zufrieden. Ich war sowohl mit dem 3-5-2 als auch dann später mit dem 4-4-2, was wir dann nach 70 Minuten, glaube ich, gespielt haben, in beide Spielrichtungen zufrieden. Mir ging es nur darum, dass der Zusammenhang zwischen den Gegentoren, die wir gefangen haben, und der Formation, der war für mich nicht ersichtlich bzw. falsch. Wenn es sinnvoll ist und ob es für uns morgen wieder sinnvoll sein wird mit dem, was wir vorhaben, dann spielen wir Dreierkette, wie wir es gegen St. Gallen auch die letzte halbe Stunde dann gespielt haben. Da bin ich extremst pragmatisch und nicht dogmatisch, was es betrifft, welche Formation zu spielen. Ich glaube, das, was wir als Gruppe davon überzeugt sind, uns erfolgversprechend liefert, das werden wir tun. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanken wir uns bei Nah und Fern für das Interesse und das Erscheinen hier. Um 19 Uhr beginnt das Training. Die ersten 15 Minuten sind offen für die Medienschaften. Besten Dank und schönen Abend. Und Claudia in Madrid, danke vielmals für die Übersetzung.